So, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot als Team Rocket. Ja, mittlerweile Boss. Wir sind der Team Rocket Boss. Wir sehen es an den gekletschten Haaren. Wir können Pokémon der Top 4 klauen von allen Trainern und auch von den Arena-Leitern. Wobei, das will ich jetzt mal testen. Es hieß von den Arena-Leitern, aber bisher war es so, dass wir gar keine Arena besuchen konnten. Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt mal probieren, eine Arena zu besuchen. So, wir wurden ja die ganze Zeit rausgeworfen. Werden wir es jetzt auch noch oder können wir da jetzt Tatsache auch irgendwas machen? Ne, wir dürfen nur rausgehen, solange wir keine Trainerlizenz haben. Gut, dann geht das nicht. Das wollte ich aber testen, ob das funktioniert. Ja, unsere Pokémon sind wahrscheinlich jetzt relativ schwach. Wir sollten zu den Top 4 irgendwie gehen, würde ich mal sagen. Und wir haben Fuchsania City auch noch nicht erreicht, ne? Also wir haben jetzt irgendwie so zwei Sachen. Erstmal Fuchsania City und da sollten wir vielleicht erstmal hingehen. Wir haben auch, glaube ich, noch keine Stärke und ohne Stärke kommen wir auch bestimmt nicht durch die Siegelstraße, ne? Kann man jetzt hier irgendwo runter? Hier ist unser altes... Was ist das? Hä? Was? Der Schneidemeister? Was? Mit ein paar einfachen Schnitten können wir das, können wir alle... alle Bäume um Lavender und Caledon wegmachen. Für 1000. Wie geil ist das denn? Okay, ja. Gut, bis wir uns wiedersehen. Wir können ihn dann immer rufen und machen und tun und das ist ja nice. Da ist der Spanner. Nice. Aber wir können ja hier nicht rein. Das funktioniert ja nicht. Wir haben gar keine Trainerlizenz. Aber warte mal kurz. Das heißt, wir haben die Katastrophe. Wie kommen wir jetzt nochmal... Wir müssen hier links runter gehen und versuchen... Ich möchte mal nach... ja. Erstmal zur Safari-Zone. Mal gucken, ob da noch was geht. Ob wir da noch was brauchen. Bevor wir dann... endlich weiter Richtung Top 4 gehen, was ja auch so ein bisschen unser Ziel war, ne? Was hier war doch... sind das Trainer? Wer ist das hier? Okay, gut, Job, irgendwie arbeiten, keine Ahnung. Hier war die Fliegerdame sonst. Das ist alles wegen diesem verrückten Cutting Guy, dass man mich finden kann. Oh, das ist ja schlimm. Oh, bitte erzähl keinen von diesem Ort. Ich, oh, du kannst schon, ja, fliegen, ja. Dann bekommen wir eine Wear Candy. Danke sehr. Okay. Das ist die Frage, ob wir auf die Fahrradroute kommen ohne Fahrrad. Ob wir es haben. Bitte warte. Ja, aber hier ist hier sind keine erlaubt ohne Fahrrad. Gut, das klappt nicht. Wo kriegen wir ein Fahrrad her? Doof alles. Ich hätte mich da vielleicht mal vorbereiten sollen, das ist da nicht, da wir haben nichts. King, Calcium, Protein, kein Fahrrad, das muss auch hier irgendwo sein, ne? Rocket Pager, Coin Case, ja. So. Eine Sache probieren wir jetzt noch, bevor wir jetzt was anderes noch machen. Wir gucken mal, ob wir ein Fahrrad bekommen. Sonst müssen wir tatsächlich einen anderen nervigen Weg gehen, der mir sowas von, da müssen wir so viele Trainer besiegen, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. In Azura City war das Fahrradgeschäft, ne?
Mal gucken, was die sagen. Ja, ist alles crazy und bla und die sind gut, aber ja. Was denkst du, kannst hier hinkommen und einfach eins unserer super Bicycles klauen? Ja. Wer bist du denn bitte? Oh, ein Team Rocket. Okay, das ist cool. Ja. Denkst du wirklich, es ist cool, von anderen Leuten Sachen zu stehlen? Was immer du bekommst, ohne dafür zu bezahlen und ja. Ja, meinst du, es ist cool? Du bist die Menschlichkeit in allem, was schief geht in der Welt. Du unmoralischer Youngster, gehst umher und holst dir alles, was du willst. Klingt eigentlich sehr cool, oder? Ich habe in dem Krieg gekämpft. Für deine Sorte, weißt du? Ist das nicht etwas, was dir zu denken gibt? Machen wir mal ja. Ja? Ja, ist das? Ja, ist das? Ja, ja, gut. Go home and... was? Denk darüber nach. Okay. Oh, warte mal. Wir probieren es jetzt nochmal. Ja. Hätte doch nein. Ich wusste, ich sollte nein. Ja, es ist cool. Da müssen wir nein klicken, weil wir nicht drüber nachdenken. Weil wir wollen ihm zeigen, dass wir der Held sind. Ja, 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 bala, blub. Boah. Das ist nicht möglich. Deine Worte. Okay, okay, ich frage nach. Was? Wenn er schon mal die Region nicht bekämpfen könnte, dann wenigstens mich nur einen Pokémon-Kampf. Und er hat ein Pikachu Level 11. Okay. Ich habe keinen Bock auf Paralyse, deshalb greifen wir es Special an. Mit King. Dann kommt unser Dick da. Level 12, oh mein Gott, ich bin fast down. Gefühlt. Von diesem Pokémon Level 12. Nein, aber das ist ja wirklich, das hätten wir schon viel eher machen können. So, das war's und dann kriegen wir gleich hoffentlich ein Bike, können zur Safari zu gehen, gucken, ob da was abgeht. Ja, wir stehen ihm ein Pokémon, ein Dickter, einfach mal, ich weiß, ob wir das schon haben, aber die anderen hatten wir auf jeden Fall schon. Nein. Was ist nur aus der Welt geworden? Ja, es ist einfach, ja, verteidigungslos haben, es ist einfach schlimm, was hier geworden wird. Und dann diese Hände von diesem pinkhaarigen, kostümierten Punk. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht erlauben, mein Rad zu nehmen, aber wir haben es. Danke sehr. Was eine gute Idee von uns, oder? Können wir jetzt Folgendes machen. Jetzt können wir nämlich die ganze Scheißroute hier die ganze lange Route, die so doof ist, wo eigentlich auch nichts passiert. Ich fand die mal nervig. Also, es ist da wirklich ja nichts passiert. Ich weiß, ob der angefügt da irgendwo. War dann angefügt? Weiß ich nicht. Aber wir haben geschafft jetzt, das gut zu machen. So. Jetzt ist nur die Frage, wo ich Select hingelegt habe. Ja, gute Frage. Wo haben wir denn die Select-Taste? Gar nicht. Okay. Ich dachte eigentlich, wir hätten noch eine Select-Taste. Aber egal. So, wir dürfen jetzt auf die Fahrradroute jetzt die Trainer hier überspringen wir mal. Alter, was ist denn hier los? Alter, war da schon immer so viele?
Nein, ich möchte nicht kämpfen. Aber die hätten neue Pokémon, ne? Das wäre eigentlich ja schon ganz cool, aber... Nochmal so viele. Alter Vater, da kommen wir gar nicht überall hin. Ist die Frage, ob das cool wäre, die zu besiegen alle? Ich weiß es nicht. Egal, wir sind jetzt in Fuxania City. Wir haben es jetzt mal schnell gemacht. Das ist okay. Da ist unser Lapras. Können wir das eigentlich klauen? Was? Du tust... Ach, da kommt er wieder. Hier kommt unser Cuttingmeister. Ja, mach mal, okay. Kostet uns 1000. Das ist aber echt teuer, ne? Ich weiß nicht, wie lange das hält. Aber egal, wir machen es jetzt einmal. Wobei, es hält wahrscheinlich für immer, oder? Gut. Können wir nicht klauen? Können wir hier irgendwas klauen? Hier sind auch noch Kabuto, Kangama. Want me to teach? Ach so. Nee, das möchte ich nicht lernen. Die Safari-Zone. Okay. Ja, er ist halt gerne im Beute eines Pokémons. So, gucken wir, was hier so abgeht. Was der Alte sagt. Was willst du, Kind? Ey, du bist einer von diesen Team Rocket Punks vom Fernsehen. Boah, schäm dich. Was? Ich möchte keine Verbindung zwischen dir und meiner Safari-Zone. Okay. Was ist hier noch? Was ist das? Ach, weißt du, Kind. Du hast den... Was? Was heißt denn Shaped Up? Weiß ich leider nicht. Du hast gelernt, ein ziemlich fähiger Fischermann zu sein. Also Fischer. Ach, wie stolz ich auf dich bin. Sieh dich mit dieser Angelrute in deinen Händen, mit dieser Expertenrute beim Fischefangen. Diese Zielstrebigkeiten dann ein. Es ist einfach nur eine schöne Beschreibung. Endlich Zeit. Ich erzähle dir das Geheimnis unserer Familie. Oh. Oh, oh, oh. Vater, was für ein Geheimnis ist das? Ich sage es, ich verspreche, ich erzähle es niemandem weiter. Das Geheimnis hinter, was macht unsere Angel so gut? Warum ich der immer besser sein werde als mein jüngerer Bruder. Siehst du, Kind, es ist einfach simpel. Das Handling der Route, das ist, wir haben da so, das wirklich das beste Material genommen, um diese zu nehmen. Und zwar das Elix Forest Wood. Mit einem speziellen Typ von extra haltbaren Nylon. Und dann der Angelhaken. Ein bisschen Pharmazeutika, Great Kokain, sodass die Fische Junior. Das ist eine andere Herausforderung, die du zu besiegen hast. Versuch ihn zu stoppen, diesen Eindringling, damit unser Geheimnis sicher ist. Ja, ich weiß, wie ich mit euch bösen Typen umgehen soll. Ich lasse euch nicht Papas Fischer-Geheimnis ruinieren.
Oh. Level 33. Mussten wir dem Fischer irgendwas noch sagen, dem anderen? Also der wollte ja irgendwas von uns, aber... Oh, welcher Fischer war das? War das der in Orania City? Ah, Tentakul. Bleiben wir mal dabei, damit wir nicht vergiftet werden. Ziehen uns eh nicht viel ab. Special Death darf uns auch relativ egal sein. Dass, wenn er jetzt nichts ganz Krankes hat, ist das kein Thema. Ein Krabi noch. War das denn Orania City, der Angelfreak? Ich glaube schon. Oh. Das Ding zieht aber ganz schön viel ab. Mit Stampfer. Jetzt ist es vergiftet. Bye bye, Krabi. Ja, ein Pokémon stehen wir auch. Wir machen das Krabi mal. Ich weiß, haben wir wahrscheinlich schon 10, aber ist mir egal. Sind alle gestohlen. Ach, siehst du, der Buddha ist gekommen, um das Geheimnis zu stehlen. Ja, ich versuche jetzt mal, was ich überlege mir das für mein einziges Kind. Mein Bruder hier möchte auch so eine gute Angel haben und er versucht mich auszuspionieren. Und die Geheimnisse, die du gehört hast, er macht mich bankrott in geringster Zeit. Und du hast ja ein Herz, weißt du, Bandit, kannst du mir versprechen, meinem Bruder nichts davon zu erzählen? Nö. Ich wusste es. Was ist das für ein... Was? Doc essen Doc? Was? Was? Hunde essen Hund? Hunde essen Hund? Ich hoffe, mein Bruder bezahlt dich gut fürs Ausspionieren. Nice. Nice one. Haben wir das doch gut hinbekommen? Machen wir noch Folgendes. Bevor wir jetzt Richtung Safari-Zone gehen. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas abgeht. Noch. Teilen uns mal eben. Wir gehen mal zu einem Angeltypen. Gucken mal, ob wir dann das Geheimnis ihm erzählen können. Und was wir dafür bekommen. Und dann gucken wir mal in die Safari-Zone, bevor wir dann Richtung Top 4 gehen. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob wir eine Stärke brauchen. Aber wir versuchen jetzt erstmal nach Orania City zu gehen. Mit dem Angeltypen, ich hoffe, er war da, von dem Geheimnis zu erzählen. War nicht hier drin. Überall so viele Rocket-Typen stehen. Ah, mein Rocket-Spin hier. Hast du die Geheimnisse meines Bruders? Oh, erzähl mir mehr. Oh, was? Warum? Oh, hurry my now to my other Bruder on Route 12. Wie geht das? Okay, wir müssen noch zur Route 12. Nein, das ist die Route, die ich meinen wollte, ne? Kann das sein? Er ist ganz aufgeregt, der Kleine. Ist das hier Route 12? Ja. Warte mal, wir haben noch das... ach komm. Wir rennen jetzt einmal hier hin, das machen wir jetzt noch. Wird mal wieder eine Überlänge, die Folge. Ich wollte ja 15 Minuten haben. Ich glaube, die haben wir irgendwann mal hier besiegt, die Trainer. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe echt keine Lust, die sinnlosen Trainer hier zu bekämpfen. So ein bisschen die Frage, wo jetzt die Angel, wo der Angeltyp hier ist. Ah! Ist der das? Ah,
dieses große Carpador. Besser, ich schreibe es mal hier, bevor ich es vergesse. Okay. Für die beste Superangel. Ich möchte es meinen Brüdern vorenthalten und was? Die Angel ist gemacht aus Sturdy, aber normalen Materialien, also guten, aber ja, normalen Materialien, Firm Grip, Fast Action und dazu ein Angel mit Sinker. Mit den, ist das oder Schuppen eines weiblichen Garados. Oder mit den Brüsten. Oder der Vagina. Oder mit allem, weil, ja, wir wollen nicht weiter drüber reden. Ey, das ist privat, du Arschloch. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Spion meines Fishing-Guru-Bruders. Eos Fuxania City. Was? Nee, das bin ich nicht, oder? Ach, den... Ach. Egal. Leck mich. Boah, ich muss mich vorher nochmal... ich musste mich nochmal vorher überlegen, wenn ich das Englisch sehe und reden muss. Okay, wir haben einen Garados. Level 30, geh weg damit. Also das wird jetzt übel, das hält doch einiges aus. What the fuck? Garados ist echt stark. Und ich glaube, wir klauen einfach das Garados. Da müssen wir wissen, was der noch zu haben hat. Boah, die Folge wird wieder so lang. Daraus wollte ich schon zwei machen, aber es ist manchmal so. So, fertig. Pokémon Nummer 1 besiegt. Enton. Komm, Pflanze, auf geht's. Wobei es Enteron, das ist auch nicht so gut, ne? Fällt mir gerade auf, weil wir Gift sind. Okay, er setzt nur Aquatel ein. Zum Glück hätte er jetzt irgendwie Psychokinese oder so gehabt, wäre es übel gewesen. Auch Konfusion hätte uns bestimmt schon einiges weggemacht. Unsere Pflanze ohne P. Tentacruel, okay, komm Kay. Vielleicht steigst du ein Level auf. Und es macht aber viel Schaden. War jetzt überrascht positiv. Nice, Level 40. Und wir haben Sammy besiegt. Ja, wir stehen einem Pokémon und zwar natürlich das Garados. Wir hätten jetzt auch... Ansonsten hätte ich das Dings geklaut, das Enteron, aber wir lassen es mal dabei. Du kleiner... Ah, mein Bruder wird dafür bezahlen. Okay. So. Wir fliegen noch einmal zurück, bevor diese Folge zu Ende geht. Gucken wir, was unser Fischenbruder in der Stadt hier sagt. Und dann mal sehen, ob wir irgendwas von ihm bekommen. Wenn nicht, dann wird's übel. Der hat mich nicht gefragt, ob wir ihm das weitererzählen, ne? Ja, mein Rocket-Spion. Hast du die Geheimnisse rausgefunden? Ja, erzähl mir mehr. Oh, ja, warum habe ich nie darüber nachgedacht? Wow. Und ja, yeah, jetzt kann meiner mir den Status als Challenge als Fishing Guru wegnehmen. Danke. Jetzt kann ich an der Spitze meines Fishing Games stehen. So, hier kriegst du, akzeptiere mein Geschenk für den Job. Ich habe es von ganz tief aus dem Getiefen der Meere gefischt, bevor meine Brüder dieses, ja, Business entern konnten. Blue Flute haben wir bekommen. Was ist das? Blue Flute.
Wow. Hat sich wohl nicht gelohnt. Okay, wir gehen nach Fuxania City. Nächste Folge gehen Safari-Zone gucken. Und wenn da nichts ist, gehen wir Richtung Top 4. Bis dahin.